bitte das Wort. Ich habe vorher schon kurz alles gesagt. Dominik lebt hier und ich übergebe jetzt dir das. Danke, Robert. Wo ist mein Mädchen? Wir sind alle bei den Wachteln drin. Da dürft ihr nachher noch reinschauen. Ja, der Robert hat mich schon vorgestellt. Dominik, mein Name. 2010 bin ich das erste Mal hier aufgeschlagen, habe das im Internet gefunden, war auf der Suche, wie ich aus der Stadt zu der Zeit München wieder aufs Land komme. Ich hatte schon davor mal eine Phase auf dem Land in der Schweiz. Und dann habe ich das Projekt hier gefunden und Termin gemacht zum Kennenlernen und wir haben gleich gemerkt, wir sind auf einer Wellenlänge, wir wollen das Gleiche. Und der Robert hat mich eingeladen auf diesem Viertelhektar. Er hat gesagt, er hat das gerade schon draußen ein bisschen geschildert, wie das alles sich aufgebaut hat. Also hier seinen ersten Garten auf dem Land heraus zu übernehmen, weil er zu der Zeit bereits begonnen hatte, den Hektar da drüben anzulegen. Ja, und dann würde ich sagen, reden wir gar nicht lang da heraus. Ich will jetzt da auch keine komplette Geschichte des Gartens geben, sondern euch einfach einladen. Wer mag, darf gern die Schuhe ausziehen. Bei mir im Garten kann man überall gut laufen, da sind keine Dornen oder Brennnesseln. Erstens ist für euch gut, aber es ist auch für meinen Garten gut, weil man geht viel achtsamer, wenn man barfuß ist. Und bei mir ist überall teilweise auch an die Wegränder oder so sind Pflanzen oder jetzt gerade nach dem Regen sind Weinbergschnecken unterwegs und mit Schuhen macht man kuck, und diese platt und beim Barfußlaufen merkst du es und rollst sie auf die Seite. Noch ein praktischer Hinweis, der ganze Garten ist ein Waldgarten im Werden. Das heißt, es wächst alles auf mehreren Etagen und teilweise auch über die Wege drüber, über Kopfhöhe, was bei mir 1,69,5 Meter ist. Und teilweise muss ich mich auch schon bücken, weil ich sonst einen Kürbis gegen das Hirn bekomme oder so. Also gerade die Größeren unter euch müssen ein bisschen aufpassen und manchmal einen Kopf einziehen. Alles Weitere ergibt sich da drin. Ich will jetzt da keinen langen Vortrag halten. Ihr habt wahrscheinlich auch wieder Zeit, Kontingent, Limit. Ja. Doch, nur ein Satz. Hier geht es am längsten. Und wir haben das früher immer am Schluss gemacht, dass wir erst so durch die neuen Schichten und ich gesagt, nö, wenn ihr gleich jetzt eine Vorstellung habt, was geschehen kann, wenn man ein bisschen sich Mühe gibt. Und einfach Zeit und Liebe da drauf hat. In was für einen Raum können wir uns gedanklich da reingehen? Und das ist für mich, also darunter mag ich es keinem Menschen mehr künftiges Leben. Das ist so meine Zielvorstellung. Da geht die Reise hin und das sind die Stufen dahin, die man jetzt halt einfach mit aufbauen. Danke. Zeit und Liebe waren gute Stichworte. Das mit der Mühe, das hast du dankenswerterweise größtenteils schon erledigt mit dem Schaufeln. Ich habe da sehr viele Strukturen schon vorgefunden drin, auf denen ich aufbauen durfte. Und für mich als Städter, vielleicht doch noch ganz kurz, bevor wir reingehen, so im Nachhinein denke ich, war das ideal, dass der Garten schon ein bisschen Struktur gehabt hat, an den ich anknüpfen konnte und nicht ein Hektar flache Wiese war, wo ich dann gestanden wäre. Okay, fange ich da an. Es waren einfach schon Bäume da, viele sind nur dazukommen, aber so Punkte, wo man einfach Anker setzen konnte und sagen, okay, jetzt fange ich mal um den Apfelbaum an, den da freimachen vom Brennnesseln und permakulturell was Sinnvolleres pflanzen. Und das erkläre ich aber alles. In der Kombination mit dem Apfelbaum schon. Die Brennnessel ist sehr wertvoll und die darf auch in viele Flächen sein und wachsen und wird geerntet. Aber mit Obstbäumen ist die Kombination nicht so ideal, weil die beide oberflächennah horizontal wurzeln und die Brennnessel dann den Apfel Nährstoffe wegnimmt. Und in dem Fall war der Apfel auch noch klein und die Brennnessel war höher als der Apfel. Das heißt, Licht hat er auch keins gehabt. Und ich habe ihm dann statt der Brennnessel Beinwell spendiert. Das ist jetzt ein Detail, ich weiß nicht, wie weit wir in so Details von Pflanzengemeinschen neigen, aber das sehen wir drin dann und vielleicht sage ich drin dann noch mehr dazu. Dann folgt's mir bitte.
Guck mal, so schnelle Vertiefe. Oh, du machst den Weg. Wir warten noch mal kurz, bis alle da sind, dass wir alle hören. Kommt schon mal alle bitte! Mir wäre es recht, wenn wir, es ist schwierig in dem Garten, weil das ja kleinteilig ist. Wir können nicht immer alle beieinander stehen und dass alle mich hören. Es gibt ein paar Orte, wo man dann wieder ein bisschen mehr Raum hat, dass wir uns vielleicht als Gruppe versammeln. Ihr dürft es also auch da auf eigene Faust erkunden und mich einfach ansprechen, wer spezielle Frage hat. Bleibt bitte auf die Wege, steigt nicht in die Beete rein. Ist aber, glaube ich, klar ersichtlich, wo man laufen kann und wo eventuell, auch wenn man jetzt nur Mulch sieht, so wie hier, aber Samen drin sein könnten und einfach nicht zu betreten ist. Auslauf und der Voliere sind meine Hühner. Es sind im Moment 4, ein Gockel, eine Henne und 2 Junghennen oder wahrscheinlich eher eine Junghenne, ein Junghahn, die heuer geschlüpft sind. Wen das interessiert, der darf da auch gern reingehen oder durchlaufen. Auf der anderen Seite kommt man wieder raus und kann da ein bisschen in den Auslauf reinschauen. Aber meist ist jetzt nicht so spektakulär. Es sind halt Pflanzen drin, weil die Hühner gern nicht auf der nackten, offenen Fläche laufen, weil sie instinktiv Schutz vor Greifvögeln suchen. Und das ist ja tatsächlich auch ein Schutz. Die Hühner dürfen sich bei mir nicht frei im Garten bewegen. Ich habe eine Zeit lang darüber nachgedacht, ob man da System finden kann mit absteckbaren Ausläufen, dass man sie gezielt in gewisse Bereiche reinlässt, wo man abgeerntet hat. Aber es ist schwierig, gerade wenn der Garten so angelegt ist wie bei mir. Aber sie dürfen jedenfalls immer, wenn ich im Garten bin, in den etwa 100 Quadratmeter großen Auslauf da. Und wenn ich nicht da bin, dann sind sie in einer 18 Quadratmeter großen Voliere auch gut untergebracht und können nochmal 24 Stunden oder 48 da drin sein. Da haben sie Futter und Wasser und Beschäftigungsmöglichkeiten. Hast mich nicht gehört? Hühner sind da drin. Du darfst gerne reingehen oder durchgehen, weil die gerade nicht in der Voliere sind, sondern die sind irgendwo im Auslauf. Kannst ja mal schauen, ob sie entdeckst. Ein weißer Gockel. Da gibt es einen Riegel. Ich weiß nicht, ob der Robert das Thema Tierhaltung und Permakultur schon angeschnitten hat. Für mich macht es absolut Sinn. Gerade mit den Hühnern. Die Wachteln ist mehr so ein Hobby, aber auch das ist eine schöne Ergänzung in der Vielfalt im Garten. Aber Hühner und Permakultur finde ich ja ideale Ergänzung. Erstens habe ich natürlich die Eier als Ertrag, aber ich habe vor allem die Arbeitsleistung der Hühner beim Humusaufbau. Ihr seht da drin schon so ein abgeteiltes Abteil da. Im Moment ist relativ leer, aber da schmeiße ich immer wieder mal einen Pferdemist vom Hof vorne rein. Und dann den Hühnermist und dann kommt wieder mal vom Markt irgendwelcher Kompost oder aus dem Garten abraumen und Grünschnitt dabei und die Hühner sind da ständig am Scharren und durchbelüften und durcharbeiten und innerhalb im Sommer geht es schneller, wenn es warm ist, im Winter dauert es länger, aber im Sommer innerhalb von 8 Wochen habe ich da feinste Komposterde. Schon vorgedüngt natürlich von den Hühnern auch.
Und ist super dann als Gaben zum Beispiel auch zu, unterm Jahr mal um Blumenkohl rum oder irgendwelche Starkzehrer, Ja, Kürbisse, sicher. mal eine Schaufel da. Genau. Oder ansonsten eben kontinuierlich, gerade im Herbst oder Spätfrühling, wenn man Beete herrichtet, mit einarbeiten. Aber dann wird eigentlich in den Boden immer tiefer eingegriffen, weil sich da ja Bodenleben etablieren soll und ich das nicht ständig stören möchte mit Wänden und Umgraben. Genau, das ist ja quasi ja auch wie ein Mulch, kann man das betrachten. Also da ist feucht drunter. Eventuell könnte man es auch, aber hier bei mir ist mit Schnecken, habe ich es inzwischen echt gut im Griff, aber man könnte es auch als Schneckenfalle nutzen. Aber siehst du, da hockt gar keine drunter. Also. Hm? Schneckentechnisch, was machst du? Ich habe außer die Hühner auch noch Laufenten. Und die werden dann also ich sammle die in einem Kübel, je nachdem, wenn die Enten abends schon im Stall sind, sind die über Nacht in einem Kübel mit Deckel und in der Früh, wenn ich die Enten besuche, dann gibt es eine Schüssel Schneckenfrühstück. Schnecken Müsli dann, oder? Ja, genau. Und sammelst das aber auch ab. Ja, also ich muss zum Glück nimmer, auch eben dank der Schnecken ist der Druck wesentlich geringer, weil die im Frühjahr im ganzen Garten unterwegs sind und überall im Mulch ständig da und die ganzen kleinen Schnecken und Eier rausholen. Aber natürlich gibt's noch Schnecken und an manchen Tagen, wenn es jetzt länger nicht geregnet hat und dann ist ein Gewitter oder was am Nachmittag und die kommen alle raus, dann gehe ich schon auch mal gezielt wieder oder wenn ich halt irgendwelche Pflanzen raus habe, gerade wo ich weiß, die sind anfällig, gerade in der Phase, wenn die nur klein sind, irgendwelche Kohlrabi oder so, dann schaue ich halt eher gezielt an ein paar Punkte, wo ich weiß, da ist gerade kritisch und die werden dann eingesammelt, die da in der Nähe sehe. Manchmal, wenn ich keinen Kübel dabei habe, schmeiße ich es auch einfach da, ist ja der Bach, der vom Robert kommt, dann schmeiße ich es halt über den Bach in die Wiese hinüber. Ja, ich schmeiße auch immer. Und, zum Nachbarn. Genau. Das klingt gut für eine Gemeinschaft. Die idealen Voraussetzungen. Jetzt zeigt es dann, wer fleißiger ist. Ne? Wie lange lebst du schon hier? Wie gesagt, das erste Mal war ich 2010 hier. 2011 habe ich dann da, wo jetzt das Moorbeet ist, hinter der Walnuss da hinten drin, mein erstes Tipi aufgestellt. Und 2015 bin ich dann ganz von München hierher gezogen und seitdem bin ich jetzt sehr viel im Garten. Ich gehe noch ein bisschen schaffen, so etwa 15, 20 Stunden in der Woche. Aber ansonsten bin ich größtenteils hier. Ja. Und wie gesagt, sehr viel Vorarbeit vom Robert mit irgendwie da zum Beispiel diesen Gumpen. Das war halt alles nur ein schnurgerader Entwässerungsgraben, der da gezogen worden ist mal vor 100 Jahren. Und er hat angefangen hier herin noch ohne Bagger, sondern alles mit der Hand. Da so kleine Tümpel baggern oder Abzweige vom Bach und mit dem Material dann in seine ersten Hügelbeete aufbauen. Und Totholz rein. Und ich habe das Ganze dann nach quasi 10 Jahren nochmal durchgemischt und durchgearbeitet und vermischt die lehmigen Teile mit den verrotteten Holzanteile. Und inzwischen ist jetzt da super Boden. Also da brauche ich nirgends mehr eine Schaufel. Da kann ich mit der Hand irgendwie so in den Humus rein. Und du schneidest viel ab, was du dann einfach hinlegst. Ja? Also hinten liegen jetzt zum Beispiel Luftzwiebeln, die hast du dann geschnitten und einfach hingelegt? Die ist dann nur, die war da am Rand gestanden, die ist sogar noch verbunden mit dem Stängel, die ist nur umgefallen und ein bisschen platt getreten jetzt da. Die könnte man theoretisch jetzt halt aufheben vom Weg, weil da soll sie nicht wachsen nächstes Jahr und dann halt irgendwo hinschmeißen, wo gerade ein bisschen offene Erde ist oder so, dann wachsen die von allein wieder an. Bringst du jetzt noch extra Grünschnitt ein in die Beete oder teilweise schon. Ich bekomme von Bekannten oder sagen wir mal, also entweder ich bekomme auch wirklich von ganz extern, aber ich mähe zum Beispiel auch den Rasen um den Garten außenrum, wo hinten da mein Auto gestanden ist, wo ja gerade da, wo es zu den Wachteln geht. Und mit dem Rasenschnitt, den bringe ich dann hier innen rein in die Kernzone. Was ich vielleicht nur kurz gern erwähnen möchte, ich mache meinen Garten nach dem Hortus-Prinzip, auch von Markus Gastel. Hat den jemand schon mal gehört? Hortus-Netzwerk, könnt ihr auch mal schauen auf Facebook oder auf eigene Internetseite.
Drei-Zonen-Garten sind die Stichworte, und das ist im Grunde Permakultur, sehr vereinfachtes System, aber ich finde es deswegen genial, weil das sehr vielen Menschen sehr klare Leitlinien an der Hand gibt, was man Sinnvolles tun kann, um einen naturnahen Garten aufzubauen, der nicht nur den Menschen, sondern auch den Pflanzen und Tieren und allen Wesen dient, die da leben. Und dazu schaut man eben, dass es in einem Garten drei Zonen gibt. Die eine ist die Pufferzone um den Garten außenrum mit Sträuchern, Bäumen, weil, wie der Robert gerade schon erwähnt hat, ich will den Wind brechen, ich will den Garten gegen außen abschirmen, weil auch ich laufe hier normal nackert rum, wenn ihr jetzt nicht da wärt. Und da bin ich einfach geborgen herin. Und schaffe aber eben auch Mikroklima, und in der Pufferzone ist Lebensraum für viele Tiere, die im Garten, wo der Boden doch mehr bearbeitet wird und gepflanzt wird, nicht überleben könnten. Irgendwelche Käferlarven, die jahrelang im Boden verbringen, bevor die irgendwann als Käfer dann mal sich verpuppen und rauskommen. Und drum wird in der Pufferzone wird eigentlich gar nichts angerührt. Da wird halt einmaliger Wall gemacht und gepflanzt. Und danach kommt höchstens immer noch Material rein, Totholz und so, dass der Igel irgendwie einen Unterschlupf finden, dass dafür Vögel irgendwie Schlehen und Wildpflaumen und alles mögliche, Weißdorn und Schneeball wächst. Die zweite Zone wäre die Ertragszone, weil ich möchte natürlich auch nicht nur für die anderen, sondern auch für mich selber meinen Garten machen. Ich will ja leben davon. Und in der Ertragszone will ich wirklich Humusaufbau machen. Davon habt ihr schon viel gehört heute wahrscheinlich von dem Thema. Aber was ich erst eigentlich mit diesem Hortus-Gedanken realisiert habe, ist auch, dass eine dritte Zone sehr wichtig ist, und die nennt der Gastel Hotspot-Zone oder man könnte sagen Magerzone. Und das sind Flächen, wo ich eben gerade keinen Humus aufbauen will, sondern die ich möglichst mager haben will, sprich irgendwie sandiger Schotter oder sowas mit nur wenig Nährstoffen, weil auf diesen Flächen gibt es die größte Anzahl an Pflanzen, die jetzt zum Beispiel viele Schmetterlinge brauchen, um überhaupt ihren Lebenszyklus, weil die Raupen nur diese eine bestimmte Pflanze fressen. Und nur wenn ich auch diese Hotspot-Zonen habe, irgendwie habe ich die ganze Bandbreite an Biodiversität, und dann habe ich eben auch viele Falter und Insekten. Ja, das kurz zu den drei Zonen noch, und dann laufen wir mal ein bisschen weiter. Hotspot-Zone hätte ich gern noch mehr. Die kommt bei mir nicht natürlich vor. Manche haben einen Garten, der ganze Garten ist eine Hotspot-Zone, und die müssen erstmal schauen, dass sie irgendwo Humus aufbauen, um überhaupt was anbauen zu können. Wir sind hier geografisch eigentlich in einem Moorgebiet. Bevor das Ganze entwässert wurde mit dem Graben, war das alles ein Sumpf hier. Und entsprechend ist der Boden sehr, sehr stickstoffhaltig und nährstoffreich. Darum wachsen auch die Brennnesseln und das alles hier so prima. Und ich muss Hotspot-Zonen erst gezielt schaffen, indem ich abmagere. Das heißt, entweder könnte man sowas machen auf eben einer mager Wiese, indem man da, aber der Hang gehört mir noch nicht, da nehme ich vielleicht nochmal einen Teil dazu, aber eben immer mäht und das Mähgut wegbringt und in die Ertragszone rein als Mulch, um da Humus aufzubauen, um da Nährstoffe zu entziehen, dass da mal mit der Zeit eine mager Wiese entstehen kann. Oder man könnte die auch hier herunten, wo es sehr nährstoffreich ist, aber dazu müsste man drainagieren. Also zum Beispiel vom Wertstoffhof, da sind alle Hortusianer immer gerne Kunden irgendwie, weil da gibt es tolle Materialien. Dachziegelbruch, sowas wie ich hier für die Mauer verwendet habe, das könnte man mit dem Vorschlaghammer noch ein bisschen klein hauen und auf der Fläche ausbringen. So dick, und dann oben drauf Kies von grob nach feiner aufbauen und ganz oben ein bisschen Humus, und dann habe ich ja gut entwässerte Schicht mit wenig Substrat, und da könnte man dann so Sachen wie Natternkopf und so Magerwiesen anpflanzen. Ich habe so kleine Flächen irgendwo hier mal mit der Zeit, wo ich die Humusschicht abtragen habe und aufgekiest habe, aber das ist jetzt hier im Moment eher Weg, da wächst jetzt nichts, aber auf sowas hier im Grunde, das wäre jetzt der Anfang einer Hotspot-Zone.
oder Möglichkeit, kleine Hotspot-Zonen zu schaffen, Dachbegrünungen bieten sich da ideal an, weil da habe ich ja sowieso wenig Substrat. Da wohnen die Enten drin. Die sind aber gerade nicht im Stall, sondern irgendwo auf dem Bach unterwegs. Ich weiß nicht, da unter der Birke. Oder sind sie hier am Mittagsschlaf? Nee, die sind gerade unterwegs. Die waren da vorne, gell, in dem kleinen Gumpen. 6 Laufenten habe ich im Moment und diese Voliere hier, die gibt es jetzt seit, die ist jetzt, lass mich überlegen kurz, ja, im dritten Jahr jetzt. Das erste war Mike Wexhaus und dann habe ich irgendwann gemerkt, dass sich diese Tunnelstruktur ideal anbietet, um auch eben für Tiere so Volieren zu bauen. Dann war das zweite die Hühnervoliere aus dem umgebauten Gewächshaus und das dritte war dann hier das Entenhaus, weil ich eine Lösung gesucht habe, dass ich die Enten auch mal einen Tag geschützt unterbringe, aber Enten sind Wasservögel, ich mag die nicht den ganzen Tag in der Hütte sperren mit einer kleinen Wasserwanne oder so, ich meine, das überleben die, aber das ist nicht artgerecht. Und mit diesem Tunnel, der einfach überm Bach ist, haben die jetzt, ihr seht es dann, wenn ihr da weiter vorbeilauft, haben die, auch wenn sie eingesperrt sind, unten 6 Meter Bach, wo die schwimmen und tauchen können und trinken und Gefiederpflege machen. Und nur wenn sie ausruhen wollen, sitzen sie halt am Rand auf den Bänken oder gehen auf die Plattform hoch über die Rampe, wo sie dann ihren Stall da haben, da oben drin, wo sie dann im Winter in der Nacht drin sind. Aber im Sommer sind sie einfach nur nachts oder wenn ich nicht da bin, da kann ich hier diese, das ist wie so ein Bootshaus da, ja, da unten schwimmen die rein und raus und dann hat das hier so eine Klappe, die einfach runterlässt und dann ist dazu, dann können die nicht raus und der Fuchs nicht rein. Genau, kann ja da einen Blick werfen, aber ihr könnt es euch vorstellen, es ist so eine Plattform, L-förmig und hintenrum ist dann eine kleine Luke, sieht man von der anderen Seite, über die sie dann über Treppe runter am Bach gehen. Das ist, trägt auf jeden Fall, weil das ist ja nicht nur morsches Holz, sondern das massive Metall unten drunter. Was ich vielleicht auch noch kurz anschneiden möchte, hören mich alle oder viele? Alle, die dich nicht hören, können sich ja mal melden. Genau, können sich ja noch mal melden. Was der Robert vielleicht noch nicht erwähnt hat und mir ein Thema ist, was mir irgendwie am Herzen liegt, vielleicht weil ich Pilze so liebe, ist das Thema Mykorrhiza. Myko, die Wurzel, die Pilze, also Mykologie und Rhizom, die Wurzel wie bei Brennnesseln und Mykorrhiza ist eine Gruppe von Pilzen, also eine ganze Gruppe, da gibt es hunderte verschiedene, die aber mit Pflanzenwurzeln eine Symbiose eingehen. Und in einem gesunden Boden sind eben diese Pilze überall vorhanden und machen diese Symbiosen und profitieren davon, aber auch die Pflanzen profitieren davon. Weil die Pilze zum Beispiel die Pflanze mit Mineralien versorgt, die die Pflanze selber gar nicht aufnehmen könnte. Aber irgendwie weiß der Pilz und kann sogar innerhalb von einer Stunde irgendwie, wenn die Pflanze jetzt was anderes braucht, sagen wir mal, im Normalzustand möchte sie vor allem Magnesium, um weiteres Chlorophyll aufbauen zu können. Magnesium ist der Kern im Chlorophyll. Ansonsten ist es halt Stickstoff und Kohlenstoff aus der Luft. Hauptsächlich. Und jetzt kommt vielleicht der Schädling, der an den Blättern der Pflanze anfängt zu knabbern. Und jetzt will sie nicht mehr vor allem neue Blätter machen, sondern sie will sich schützen irgendwie und Abwehrstoffe bilden und braucht jetzt irgendein anderes Mineral. Und inzwischen kann man das messen und untersuchen und es dauert etwa eine Stunde und dann beginnen die Pilze statt Magnesium was anderes zu liefern. Ist ein absolutes Wunder, wie das möglich ist, aber es funktioniert. Und als Dankeschön bekommen die Pilze Zucker von der Pflanze, weil ihr wisst vielleicht, nur Pflanzen können mit dem Chlorophyll Photosynthese machen, das heißt Zucker aufbauen.
die Pilze können das nicht, darum müssen Pilze immer entweder auf Totholz oder parasitär oder halbparasitär, also sich irgendwie von abgestorbenem Material, Schimmelpilzbrot oder was auch immer ernähren und bekommen eben als Gegenleistung für ihre Dienste vom Baum den Zucker, den sie benötigen, ohne dass sie ihn töten müssen und auffressen wie irgendwelche Schadpilze, Hallimasch oder so, sondern im Gegenteil den Baum auch unterstützen in seinem Wachstum. Das geht sogar so weit, dass Mykorrhiza, weiß man auch inzwischen, jetzt sagen wir mal im Wald, da steht eine große Eiche, Muttereiche, die hat da Eicheln abgeworfen. Und die kleinen Eichen keimen da irgendwo, aber die hätten gar keine Chance alleine, weil es so dunkel ist, im Unterholz im Wald hochzukommen, weil es kein Licht haben. Sprich, sie können wieder keine Photosynthese machen. Und in dem Fall behalten die Pilze nicht allen Zucker für sich selber, sondern schieben dem Baby, der Babyeiche auch ein bisschen was rüber von der Mutter, bis die so groß ist, dass die am Licht oben ist und selber anfangen kann, Photosynthese richtig machen und Zucker dann wieder zurückgeben. Diese die größten Lebewesen auf der Welt sein. Pilze sind auch die größten Lebensformen, die wir haben auf dem Planeten, einige, ja. Also ich finde die Welt der Pilze absolut faszinierend. Ja. Und diese Mykorrhiza, die kann man kaufen bei verschiedenen Herstellern, Züchtern. Ich kaufe die in Österreich, will jetzt da nicht Schleichwerbung machen, aber ich finde den gut bei Glückspilze.at. Gibt aber sicher auch andere, die genauso gut sind. Man kann die in verschiedenen Formen erwerben. Ich bevorzuge lösliches Pulver. Man kann zum Beispiel auch so Kops kaufen, so Presslinge, die man irgendwie im Boden arbeitet. Aber dieses Pulver ist am vielseitigsten. Das kann ich mit dem Gießwasser ausbringen. Oder ich kann es einrühren einfach in einen Kübel, wo ich meine Setzlinge, meine Jungpflanzenform rauspflanzen, einmal kurz neitauche, dass die ganze Wurzel benetzt ist mit diesen Pilzsporen. In dieser Mischung, das sind eben 80 verschiedene Pilzstämme. Und was ich nur kurz erwähne, aber steht dann auch drauf, dass die einzige Pflanzengruppe scheinbar auf dem ganzen Planeten, die diese Symbiosen mit oder keinerlei Symbiosen mit irgendwelchen Pilzen eingeht, sind die Kreuzblütler, von denen recht viele auch Stammeltern unserer Kulturpflanzen sind, sprich die ganzen Kohlgewächse sind Kreuzblütler. Und da kann es mal sparen, meine Kohlsetzlinge in Mykorrhiza tauchen, die haben da nichts davon. Ich mache das jetzt seit ein paar Jahren, dieses Jahr auch schon nimmer so viel, aber ich brauche die nur auf. Man muss es dann nicht immer machen, sondern es geht darum, eben diese Pilze auch mal, und darum habe ich gesagt, den Boden dann auch möglichst wenig mehr stören. Wenn die mal drin sind im Garten, weil sie über die Jungpflanzen irgendwie im Boden kamen und ich lasse die gewähren, dann habe ich die in Zukunft auch und die sind im Boden drin als Sporen oder wie auch immer als Myzel, und sobald dann da der Kohlsetzling kommt, dann sagen die, ah ja, hallo, willkommen, komm, lass uns tauschen. Gut, gibt es irgendwelche Fragen bis hier? Ich habe eine Frage mit dem Auspflanzen. Ja? Also ihr nehmt dann die Samen und nächstes Jahr setzt ihr die wieder da rein, oder wie macht ihr das mit den Pflanzen? Bei mir verschwinden die kleinen Pflanzen sofort wieder. Teils, also Permakulturisten, sagt man, sind faule Gärtner, weil ich möchte möglichst viel die Natur für mich arbeiten lassen. Ich habe aber vorher gesagt, irgendwie Mühe ist nicht so das, worauf es mir so ankommt im Garten. Manchmal muss man sich ein bisschen mühen, ja, aber es geht mehr ums Beobachten und Lernen von der Natur und Kooperieren mit der Natur. Das heißt, sehr viel, was bei mir wächst, im Moment sieht man es nur an ein paar Stellen im Schatten, wo jetzt schon wieder welche keimen, aber ich habe den ganzen Garten voll Feldsalat. Ich habe den irgendwann mal ausgesät und ich ernte dann nie alles, sondern lass immer was stehen und blühen und schau, was sich selber versamt oder wo selber versamt. Ich helfe dann oft nur nach, indem ich dann so ausgewachsenen Feldsalat nehme, wie der Pfarrer in der Kirche, den ganzen Büschel, und überall im Garten damit rumwedel, dass die Samen überall hinfallen. Und dann schaue ich, wo kommt der. Und wo ich ihn nicht brauchen kann, weil er zu viel ist, da jäht ihn wieder. Und der ist gleich wieder Mulch um den Kohl oder was immer, Kohlrabi oder Weißkraut, was ich da reinstecke.
Genauso Erdbeeren, die ihr überall hier im ganzen Garten seht. Erstens ist es schön, weil es einmal halt dann so 3-4 Wochen lang immer Erdbeeren zum Naschen gibt. Aber die machen auch schön den Boden beschaffen, also dass da schön feucht bleibt unten drunter. Und wenn man irgendwie dazwischen, kann man alles mögliche pflanzen, wie jetzt hier ist so ein Zierlauch drin, oder eben mal einen Kohlrabi da reinstecken im Frühjahr, wenn die Blätter nur klein sind, dann macht man halt eine oder zwei Erdbeeren raus. Entweder kann man sie herschenken an jemand, der gerne Erdbeeren haben möchte, oder auf den Wallenhaus pflanzen, oder teilweise schmeiße ich sie ja wirklich bloß wieder hin als Mulch und schaffe einfach ein bisschen Licht. Im Permakulturgarten ist der limitierende Faktor beim Pflanzenwachstum eigentlich nicht die Nährstoffe, die habe ich in einem guten Humus ausreichend vorhanden, sondern ist immer das vorhandene Licht, alles will da möglichst hoch und dann kommt nur die Ackerwinde und geht über alles drüber. Von daher, also dürfen die Brennnesseln oder der Feldsalat gern überall sein, und wenn ich dann im Frühjahr pflanze, mache ich nur um die Pflanzung rum, den ein bisschen platt oder rupfen ein bisschen raus und schmeißen als Mulch außenrum hin. Und ja, wie gesagt, wenn du sagst, deine Jungpflanzen sind dann immer wieder gleich weg, dann sind es wahrscheinlich Schnecken, die gleich wegmachen, und da muss ich schon auch schauen. Also jetzt, du siehst auch die Kohlrabi, die sind jetzt nicht wirklich schön, da sind alle ein bisschen angefressen irgendwie, aber da ich die nicht anbaue zur Vermarktung, sondern zum selber essen, stört das ja nicht weiter. Und eben so gerade jetzt bei Kohl in der Anfangszeit, wenn der noch klein ist, da muss ich auch ein bisschen Auge drauf haben. Was ich auch immer mache im Frühjahr, ist so Mini-Gewächshäuser. Kennt ihr die? So abgeflaschene Wasserflaschen, 1,5 Liter Plastikflaschen, Boden abschneiden, Deckel wegmachen, damit die heiße Luft nach oben weg kann und Luft reinkommt, und die dann einfach über die Jungpflanze drüber. Es ist keine hundertprozentige Garantie, manche Schnecken finden dann auch den Weg rein. Da oder. Aber jetzt so Schnecken kriegen. Ja. So, wie die Flaschen. Aha. Ja. Mei, die hast du halt ewig. Ja. Ja. Oder man könnte irgendwie wahrscheinlich auch ein bisschen Gase oder so drüber spannen, einfach mit einem Gummi oder so, oder mit ein bisschen Schnur oder so, dass da oben nichts reingeht. Aber ich würde mal sagen, so 90% oder so verringert schon mal auf jeden Fall den Schneckendruck. Und schützt natürlich auch die Pflanze und fördert das Wachstum in der Anfangszeit im Frühjahr, wenn die Nächte nur kalt sind oder wenn es einmal Unwetter gibt oder so, da hat die eben gleich ein schönes Mikroklima. Und sobald sie dann halt so groß wird, dass sie merkt, der wird da jetzt eng und die braucht mehr Platz, dann nehme ich die Flasche weg. Und dann ist sie aber in der Regel auch schon so stark, dass die Schnecke zwar vielleicht nur Löcher frisst oder so, aber nicht mehr die ganze Pflanze killt. Wie ist es mit Fruchtfolge? Das ist jetzt auch eben in der Vielfalt oder in der Mischkultur nicht so wichtig. Also wo ich das schon habe, ich habe ja einige Beete, hast gesehen, wo ich jetzt heuer Kartoffeln drin habe. Da mache ich maximal 2-3 Jahre Kartoffeln, oder eigentlich wechsle ich jedes Jahr und tue sie wieder woanders rein. Da geht es aber jetzt auch weniger um Nährstoffe, sondern eher um so Drahtwürmer oder irgendwelche Parasiten auf Kartoffeln, die eben, wenn ich die immer am selben Standort habe, eventuell dann Schaden anrichten können. Mit den Nährstoffen in der Mischkultur, da weshalb man klassisch Fruchtfolge macht, erst Starkzehrer irgendwie und danach eben vielleicht einen Salat nach dem Kohl oder so, was schon nicht mehr so viel braucht, und dann irgendwelche Pflanzen, die mit wenig auskommen, ist eben die Nährstoffverfügbarkeit, und die ist in so einem Dauerhumus eigentlich in der Mischkultur ausreichend gegeben, weil ich ja nicht nur Kohl in Monokultur habe, sondern irgendwie dazwischen Erdbeeren und Blühpflanzen und Malerfenchel und hier in dem Beet um den Apfel rum würde ich mal sagen, sind bestimmt 50, 60 verschiedene Pflanzen auf dem kleinen Beet hier irgendwie. Ganz viel, was man jetzt nicht mehr sieht, weil es schon einzogen hat im Frühjahr, sind da überall Tulpen und Narzissen und Hyazinthen und Schachbrettblume und durch diese Vielfalt kann ich da theoretisch jedes Jahr immer wieder mal irgendwo einen Kohl dazwischen stecken oder irgendeinen Starkzehrer oder einen Kürbis. Genau, zum Beispiel was da hinter dir, das finde ich sehr schön, dass der da, das habe ich jetzt heuer das erste Mal, dass der da hochkommt und oben drüber geht und dann in das Ranggerüst von den Erdbeeren
Da werde ich sicher nächstes Jahr wieder einen Kürbis hinsetzen. Da kommt halt im Herbst ein bisschen Pferdemist oder von meinem Hühnerkomposter hin und dann geht das schon auch mehrere Jahre. Das sieht richtig cool aus. Genau, das ist dieser Apfelbaum, von dem ich draußen gesprochen habe, so einer, und das würde man sagen, so dieses Beet hier schon am längsten und intensivsten gepflegt, wo ich dann die Brennnesseln raus habe. In dem Fall habe ich auch wirklich umgegraben, nur vorsichtig um die Wurzeln rum, weil die da überall drunter gehockt sind und dann wieder mit sauberem Humus aufgefüllt und dann eben angefangen, wer kennt den Beinwell? Wir haben schon viel gesehen im Garten, aber da sieht man jetzt gerade eher von der anderen Seite. Da ist einer, ja genau, da haben wir ihn ja auch. Ich habe viel Beinwell im Garten, ja genau. Das ist Beinwell und den habe ich eben gesagt, um Obstbäume rum ist ideal, weil der Beinwell ist ein Tiefwurzler. Der kann je nach Untergrund bis 8 Meter seine Pfahlwurzel runtertreiben und holt ganz unten Nährstoffe, Mineralien hoch, die oberflächennah oft schon immer vorhanden sind, gerade wenn das Land schon über Jahre oder Jahrhunderte bebaut worden ist. Und man immer nur weg, gerade heute trägt man ja immer nur weg und dann kommt vielleicht noch Kali und Phosphor hin, aber alle anderen Mineralien fehlen ja dann. Na, da schweife ich jetzt vielleicht zu weit ab, aber das fand ich auch sehr interessant. Ich habe Kunsttherapie studiert und da so am Rande habe ich mal eine Vorlesung gehabt, zum Beispiel Lithium, ich weiß nicht, wem das ein Begriff ist, bei Depressionen gibt man das. Wenn ich Lithium mit meiner Nahrung immer schon in ausreichender Menge zu mir nehme, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich überhaupt eine Depression entwickle, wesentlich signifikant geringer als irgendwie, wenn jemand halt die moderne Mangelernährung hat, wo das Lithium in der Nahrung nicht mehr vorkommt und irgendwann muss ich es dann halt hochdosiert in Tabletten essen. Aber ob das dann ideal ist, also ja, genau. Wie gesagt, in einem ausgewogenen, wirklich gesunden Boden habe ich alle Mineralien vorhanden. Und die kommen auch wieder zurück, weil ich nicht immer nur wegtrage, sondern weil durch Mulch oder weil ein Teil stehen bleibt und verrottet oder weil ich von extern wieder was einbringe, immer wieder nachführe oder mit Urgesteinsmehl. Weiß nicht, ob davon jemand arbeitet von euch. Aber eben der Beinwell, der kommt unten an Mineralien, unter anderem Lithium, aber das war jetzt nur ein Beispiel und ist eins von vielen, vielen Mineralien und wir brauchen sie alle irgendwie. Ja. Jawohl. Ganz kurz, ich bin jetzt da schon vorher mit den Kindern da hinten am See. Wenn du so weit bist, am Anneliesee? Ja. Dann führ sie doch gerade noch den Weg damit. Ja. Viertelstunde oder? So wie du jetzt. Okay. Gut. Was? Ich glaube, der Elias ist auch mit dabei. Aha. Genau. Und jetzt stört der Beinwell den Apfel nicht, sondern der holt seine Nährstoffe so, der holt die da unten rauf und im Herbst wird das ja alles braun und das vergeht ja das ganze Kraut, das Oberirdische. Das heißt, jetzt werden dann mit dem Frühjahrsregen diese Mineralien an der Oberfläche frei und mit dem Regen eingespült oder mit der Schneeschmelze und in der nächsten Saison kann der Apfelbaum die dann aufnehmen. Genau. Und darum habe ich den Beinwell gern und überall so viel im Garten und der wird natürlich auch unterm Jahr immer wieder beerntet, wo der mir zu hoch wird und da jetzt drüber hängt über die Hortensie oder so. Oder einfach, wenn ich Mulch brauche, da kann man den 4-5 Mal im Jahr. Ich lasse immer ein bisschen stehen, dass ich ihn nicht zu sehr schwäche, aber der ist unglaublich zäh. Theoretisch kann ich den 10 cm tief abstechen und der kommt trotzdem wieder raus. Also ist eher so, dass manche sagen, Vorsicht mit Beinwell, du wirst ihn nie mehr los. Aber ich sehe also ehrlich gesagt kein Problem, wo er irgendwie einfach zu groß wird, weil er jetzt da Licht wegnimmt oder so. Einfach immer wieder im Vorbeilaufen mal ein paar Blätter weg und dann als Mulch und gut ist. Hast du mal mit lebenden Häusern probiert, weil du jetzt hier das
Also hier habe ich jetzt bewusst Tote genommen, weil ich nicht will, dass das hier alles mit Weide zuwuchert. Ich habe aber da außen, Haus noch nicht, aber ich habe so einen Weidenflechtzaun gesteckt, der da mein Auto kaschiert, wenn das parkt da vorne. Und da habe ich so die Vorstellung, ich war mal beim Konstantin Kirsch, der sagt dir dann vielleicht was, wenn du von lebenden Häusern sprichst. Hat die auch so gepflanzt, dass es dann zusammenwächst. Ja, genau, der ist in Nordhessen, so an der Grenze zu Thüringen, hat er seinen Waldgarten. Und der hat schon vor über 30 Jahren angefangen zu pflanzen und dementsprechend richtig beeindruckende Ergebnisse inzwischen. Ja. Das ist dein Paradies, ja? Also ich lebe nicht das ganze Jahr hier, das wäre jetzt ein bisschen hart im Februar. So. Aber als das noch intakt war und ihr seht ja, es hat einen Ofen drin, da habe ich teilweise schon so 9 Monate im Jahr hier bis Dezember, bis Weihnachten oft regelmäßig herausgeschlafen. Und nur dann, wenn eben wirklich, wir haben hier teilweise so hoch Schnee liegen irgendwie, dann bin ich dann in die Wohnung rein und trotzdem jeden Tag mindestens einmal oder eher zweimal im Garten in der Früh und abends, weil ich ja meine Viecher und meine Hühner versorgen muss. Aber dann macht es dann wenig Sinn im Tipi, weil da kannst du dann auch draußen nichts tun. Das heißt, du sitzt im Grunde den ganzen Tag am Feuer und bist nur am Holz reinschieben oder so. Da ist es dann immer wirklich effizient. Wobei ich schon vorhab auch, so wie meine Nachbarn, die im Garten leben, mir hier wieder Struktur zu schaffen, wo ich dann auch dauerhaft draußen bin. Bloß ich habe nicht so einen Druck wie die anderen, weil ich, wie gesagt, eine kleine Wohnung am Hof drin habe. Mhm. Ja, das ist ein violetter Blumenkohl. Da sieht man einen, der wäre jetzt zum Holen oder fast schon ein bisschen drüber. Und hinten war auch noch einer, den habe ich schon geerntet und der ist irgendwie sehr spät dran mit irgendwie Kopfbilden. Da geht es ein bisschen. Großen, der macht dafür einen besonders großen, der steht jetzt noch bis Ende September. Also dann ist es mehr so Saisonsache praktisch. Über den Sommer kann man hier gut was machen, Winter ist dann ja gut. Mit Schnee. Ich habe gerade gesagt, oft bis Dezember, weil wir haben hier im Allgäu oder überhaupt in Südbayern ja oft recht trockene, angenehme Dezember. Ich weiß ja, wie warm es oft an Weihnachten ist, 15 Grad und so. Mittlerweile. Das heißt, da kann man schon auch noch viel im Garten machen, zwar jetzt nicht unbedingt pflanzen, aber da ist dann eine schöne Zeit, weil mal diese grüne Hölle ein bisschen wieder weg ist, die ich auch, darum genieße ich eigentlich auch Deutschland und den Wechsel der Jahreszeiten jetzt auch sehr beeindruckend fühle, aber ich finde es dann auch direkt angenehm, wenn man im Herbst wieder mal so durchatmen kann und ich kann von hier bis zum Eingang vorschauen und dann sehe ich auch den Garten wieder ganz anders und habe ganz andere Ideen und Gefühl für Strukturen und Wege oder so. Aber eben, da kann man dann Hecken schneiden oder kann mulchen oder kann neue Terrassen bauen und so. Nur es gibt ein paar Wochen, also 10, 12 Wochen, da kannst du faktisch nicht viel machen, weil halt alles voll Schnee liegt, also Schnee schaufeln kannst. Dann, um ja, irgendwie nur ins ganzen Jahresrhythmus, dass man dann sagt, okay, ja. Ist so. Ja, drum sage ich, inzwischen schätze ich das sehr. Als ich jünger war, habe ich auch manchmal gedacht, ein Freund von mir ist nach Brasilien ausgewandert, ist nach Venezuela, der ist aber inzwischen wieder da. Und ich habe einmal gedacht, Deutschland, scheiße, ätzendes Wetter und irgendwie Leute alle mit so Lätschen und so. Ich ziehe auch mal irgendwie nach, keine Ahnung, auf die Kanaren oder was man halt so für Ideen hat. Aber mit der Zeit inzwischen, ich schätze das richtig, diesen Wechsel. Und ich kann mir nicht mehr vorstellen, irgendwo leben, wo das ganze Jahr irgendwie 30 Grad warm ist oder so. Auch wenn ich natürlich dann viel mehr ernten und anbauen kann, aber ist vielleicht auch ein strategischer Vorteil, weil dadurch waren wir im Norden eher die Menschen gezwungen, früh strategisch zu denken und zu planen, weil ich brauche irgendwie Vorräte für den Winter, weil ich kann halt nicht das ganze Jahr die reife Mango vom Baum pflücken. Das kann aber auch anstrengend sein, wie gesagt, ja. Das ganze Jahr so. Ja. Ja, eben, darum sage ich, dann ist das schön, dann ist im Winter halt mal Zeit zum in sich gehen und lesen oder Musik hören und träumen und Runterkommen, ja. Der Wechsel macht es. Bitte? Der Wechsel macht es. Ja, ja. Aber das müssen wir erst wieder lernen. Ja, ja.
Ja? Wie ist das dann für dich, der Garten? Ist das für dich dann eine Art Sinnesschulung? Sinnesschulung? Ja, für dich. Ja, schon. Schulung. Ich habe jetzt bei dem Wort ein bisschen gezögert, vielleicht weil ich irgendwie mit Schule so irgendwie gewisse Ressortiments und Vorbehalte habe, obwohl ich war immer gut in der Schule, also das war nicht das Problem, aber ja, Schulsystem und so. Meine Mama war Lehrerin oder so, ich bin da ein bisschen vorbelastet mit dem ganzen Thema Schule. Das ist trotzdem ein schönes Stichwort. Jeder macht ja seinen Garten anders und das finde ich schön auch beim Robert und dem Konzept vom Mutterhof mit der unter gewissen gemeinsamen Prämissen, dass man eben Permakultur macht und kein Gift und Kunstdünger hernimmt, darf ja jeder seinen Garten gestalten, wie er möchte. Der eine mag vielleicht Verkaufer auf dem Markt, der andere mag es mehr als Oase für sich selber haben. Und weil du sagst Sinnesschulung, ich bin ein sehr ästhetisch empfindender und geprägter Mensch. Ich bin eigentlich vom Werdegang her eher Künstler. Ich habe Kunsttherapie, habe ich vorher kurz erwähnt, studiert. Ich habe Grafikdesign mal angefangen, zwar nicht fertig gemacht. Und ich mal und plastiziere und oder habe das viel gemacht früher. Inzwischen mache ich es weniger, weil für mich inzwischen ich das so empfinde, dass einen schönen Garten machen für mich das Befriedigendste ist, weil es nicht nur meine ästhetischen Bedürfnisse befriedigt, sondern ich auch einen Sinngehalt da drin habe, irgendwie für Mutter Erde und für alle Wesen. Und ich habe dann auch neulich mit irgendwem drüber geredet und habe gedacht, Maja, irgendwie ein schönes Bild, das brauchst du eigentlich bloß, wenn du eine kreiselige Wand hast, was, ja. Was hinhängen musst, damit du die Wand vergessen kannst oder so. Wo sollte jetzt da ein Ölbild hier, also klar, ich habe ein paar Kunstwerke im Garten, weil die halt so irgendwie, aber ja, also das, oder wie du sagst, das kann man ja dann mal im Winter mal machen oder so, wenn es Zeit ist. Aber ich habe im Sommer da auch wenig Bedürfnis oder Ambitionen, da einen großen Output an so Kunstwerken, also nicht lebendigen Kunstwerken zu produzieren. Und ja, also von daher war dann so mein nächster Gedanke, wie ich soll meine Sinne schulen, die sind schon geschult. Ja, es geht um die Frage, durch das, dass ja eine gewisse Vielfalt da ist und Zeit, ja. Arbeitet sich ja, kann ich ja andere Wahrnehmung. Ja, das ist sicher, was generell Künstler vielleicht unterscheidet von anderen Menschen. Oder was ich bei vielen Künstlern, jetzt nicht unbedingt bei mir selber, aber wahrnehme, ist so eine lebenslang bleibende Neugierde und Bereitschaft, irgendwie sich weiterzuentwickeln und dazuzulernen. Und das mache ich natürlich auch oder viel über Sinneseindrücke oder indem ich neue Erfahrungen an mich ranlasse. Und natürlich bin ich da auch nicht fertig und entdecke immer wieder Sachen, die mich total beeindruckt. Duftkombinationen oder Farbkombinationen oder ich habe das tatsächlich erst gestern gesehen, dass da eine Stockrose heuer am Blühen ist. Und wie ist das? Kommt dir durch die intensive Art hier die Natur näher? Hast du den Eindruck? Durch welche Art? Durch die Intuition? Durch die intensive Natur. Intensive also Natur. Urwald praktisch. Ja. Übertrieben ausgedrückt. Ja, auf jeden Fall. Also es ist anders, als wenn ich einen Garten in der Fläche mache, wo ich als Mensch drüber erhoben bin und den Überblick habe und so das Gefühl habe, ich bin der Herr von allem, du wirst irgendwie demütiger in so einem Garten. Also ist so mein Gefühl und empfindest dich mehr als einen kleinen Teil von allem. Und das geht schon auch, also nicht, dass ich wirklich Angst habe vor meinem Garten, aber also ich kenne so Momente, wo ich denke, Herrschaft, jetzt muss ich irgendwie da was rupfen oder zurückbinden oder mulchen, irgendwie, das erdrückt mir alles irgendwie. Das kommt schon auch manchmal. Und dann weiß ich aber auch, ja, durch meine Lebenserfahrung, dass dann ja auch wieder der Herbst kommt und früher, als man lieb ist, dann eh wieder alles platt ist und flach liegt oder so.